Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. In der letzten Folge haben wir Spaß gehabt mit einem Kumpel. Also Kumpel. Das war eine Überraschung. Und heute gucken wir, ob wir ihn nochmal erreichen können. Kann er gerne meinetwegen alles haben. Jetzt bin ich überladen, ne? Laufen wir mal hin. Ah. Injektor, tschüss. So. Laufen wir mal hin und gucken, ob wir ihn nochmal überraschen können. Der wird höchstwahrscheinlich da nochmal aufkreuzen. Schleichen wir uns rein. Währenddessen er verteidigt. Und dann erschießen wir ihn nochmal. Er hat damit überhaupt nicht gerechnet, dass ich gestern da gespawnt bin. Das war das Geilste überhaupt. Ich habe richtig viel Asche von ihm bekommen. Alter Schwede. Also rein theoretisch könnte ich ihn mit 200 Kronkorken Belohnung auslegen. Und ihn dann selber jagen. Weil ich dann ja sehe, wo er ist. Aber jetzt kam die Rache. Die große Rache war mein. Und ich weiß nicht, ob ich Plus gemacht habe, aber ich hoffe, ich habe Plus gemacht. Scheiße, nein. Ah, das Event. Das ist das Problem. Wir werden Freunde sein. Aber ich kann gucken. Genau, so kann ich gucken, ob er da ist. Oh, ich habe natürlich jetzt keine Rüstung. Aber er ist offensichtlich nicht hier. Es sei denn, er kommt noch. Was macht er unter? Ich dachte, das geht nicht. Hä? Ich dachte ernsthaft, das geht nicht. Wir waren doch zusammen mit einem Event drin. Oder zählt das nicht? Das kann sein, dass es das nicht. Oh, das kann sein, dass es nur für mich zählt. Oh. Ich verstehe. Ja gut, komm. Also die Kronkorken sind es mir wert, ein bisschen Spaß zu haben. Einmal noch. Und dann war's das. Ich bin sowieso One-Shot für ihn, von daher, was soll's. Einmal gönne ich das noch. 152 Kronkorken, das ist schon bitter. Ich hätte das Geld gerne wieder. Das heißt, die Hunde sind eher hinter mir her als hinter ihm. Ja, wir kommen von hinten. Dieses Mal kommen wir von hinten, Leute. Und ich mache jetzt dreifachen Schaden. Achso, ist nur ein Huhn. Wie zielsicher bin ich denn wohl? Halt die heilige Scheiße. Also wenn ich ihn damit anvisiere und 95% Chance habe, ihn zu treffen. Das wäre er. Richtig geil. Ah. Da war ja was. Der Grubenhandschuh ist gar nicht mal so schlecht, ne? Aber ich darf nicht so viel tragen. Okay. Der wird höchstwahrscheinlich wieder da sein, weil er vermutet, dass ich komme. Er will sich die Kronkorken natürlich nicht entgehen lassen. Wie viele Kronkorken habe ich jetzt? 850. Frage ist halt nur, kriegt er das mit, wenn ich ankomme? Ach, guck mal. Dann gehen wir erstmal dahin.
Gucken, was da drin ist. Vielleicht so eine schöne hübsche Waffe drin. Es ist schön, dass der hier immer wieder spawnt. Das gefällt mir. Hat er denn ein paar Tütchen auf? Level up incoming. Kriegstrommel. Kryolator, naja. Ach, eine Kryolator brauchen wir. Eigentlich müsste ich eine Dame treffen. Eigentlich. Ja, scheiß auf Poseidon. Brauche ich nicht. Die letzte Folge bricht an. Oder ist schon im Gange. Und daher mache ich mir da jetzt mal keinen Kopf. Das Einzige, was ich noch will, ist den Typen. Ja, vielleicht denkt er, dass ich jetzt nicht mehr komme. Das kann natürlich sein. Aber ich vermute mal, dass er vom Dach ausgeschossen hat. Man kann aufs Dach raufgehen, alles klar. Das ist immer noch meine Werkstatt, ne? Muss immer noch verteidigt werden. Ich glaube, das will er auch ausnutzen. Scheiße. Weit weg. Shit, ich hätte es ihm zeigen können. Er weiß nicht, wo ich bin. Oh, er hat's überlebt, ich fass das nicht. Oh, er hat mich. Ein Herz. Nein, oh Gott. Hä? Wie? Scheiße.
Mein Watz-Modus ging nicht. Ich bin so tot. Ich komme nicht nach Hause gerade. Warten, bis es weg ist jetzt. Ach, scheiße. Scheiße, mein Watz-Modus geht nicht. Hä? Was bist du denn für ein Cheater? Hä? Okay. Jetzt hat er, jetzt weiß ich, wie er es gemacht hat. Und wir verbissen uns jetzt. Überladen? Ach du Scheiße. Ich hab vergessen, wie man springt. Ist leer. Okay. Tschüss. Oh, die kleine Potsau, da hat er geleckt. Alter. Also, das hat so viel Spaß gemacht. Oh, ihr habt gesehen, wie panisch ich am Ende war. Alter. Soll er den Scheiß haben? Soll ich den Scheiß haben? Ich bin scheißegal. Ich habe mein Geld zurückbekommen und alles ist gut. Oh. Mm. Ich würde am liebsten wieder hingehen. Aber das. Ich hab, das ist wie Glücksspiel. Das war echt funny. Hat mir sehr gefallen. Doch, doch. Chess hat sich scheiß drauf. Ja, ich habe noch knapp 10 Minuten, also. Versuchen wir unseren Weg wieder einzuschlagen. Oh Gott, nein. Abkürzung ist von hier aus, ne? Ich möchte nicht, dass ich mein Geld, was ich gerade gekriegt habe durch das Töten von ihm, wieder verliere. So, wenn ihr mögt, ihr könnt ja mal ausrechnen, im Endeffekt, wer mehr bekommen hat, ich oder er. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld ich insgesamt schon an ihm verloren habe. Ich habe ihn zweimal getötet, das sind zweimal 152 Kronkorken gewesen. Das heißt, ich habe ja 304 Kronkorken von ihm bekommen. Ich weiß, dass ich um die 1000 hatte, als ich ihn getroffen habe, ne? Ich glaube, um die 1000 hatte ich, als ich ihn getroffen habe. Bin mir nicht mehr so sicher. Ich kann mich nur erinnern, dass ich irgendwo Dinge verkauft habe und dann hatte ich einen Tausender. Wenn ich jetzt also mehr als 1000 habe, könnte es sich schon gelohnt haben, ne? Wobei, ich hatte eine Reise mit 40, 50 Kronkorken, die müssen wir auch noch abziehen, weil ich da überhaupt nicht nachgedacht habe. So, liebe Verbrannten, ignoriert mich bitte, ich will nur mal kurz die Fusionskerne holen, wenn ich schon mal hier bin. Na guck mal, mein Healy macht das schon.
Aber das wäre es jetzt, wenn er hierher kommt. Währenddessen ich hier gerade bin. Oh, Level up. Nur die Fusionskerne, Leute. Und dann bin ich auch schon weg. Wünsche euch viel Spaß. So, guck mal, das ist Nummer 3. Let it so. Wir wollen aber hier hin. So, nochmal minus 25 Kronkorken. Das heißt, wir haben insgesamt 75 Kronkorken, seitdem wir ihn getroffen haben, mit Reisen verbracht. Ich bin auch ganz zittrig, ey. Oh, das war so cool. Oh, er hat nicht damit gerechnet, dass ich von hinten komme. Er hat nicht damit gerechnet, dass ich plötzlich hochlaufe. Oder doch, er saß da. Er hat, glaube ich, damit gerechnet. Aber dass der Watz-Modus manchmal nicht funktioniert hat. Aber der Watz-Modus hat nicht funktioniert, weil da halt ein Lag war und er eigentlich nicht mehr da war, obwohl er da war. So. Ja, schade, dass ich den legendären Hund nicht bekommen habe. Schade. Wir bitten darum, nicht auf andere. Den hätte ich gerne noch gehabt. Während ihres Einkaufs einzustechen. Keine Sorge, ich steche auf niemanden ein. Ich bin ein guter Junge. Stimmt. Aber der andere ist kein guter Junge, weil er es gemacht hat. Ja jetzt gut. Ich habe nicht eingekauft, aber etwas anderes gemacht. So, wie viele Kronkorken habe ich? Ja. Ziemlich ausgeglichen gewesen, ne? Wenn ich so um die 1000 hatte, jetzt 75 Kronkorken für Reisen ausgegeben habe währenddessen, ich glaube, da hat sich nichts getan. Ich glaube, wir hatten einfach nur eine Menge Spaß und jeder geht jetzt seines Weges mit den gleichen Kronkorken. So, damit ich nicht sterbe. Es wäre schade, wenn ich sterbe. Sagen wir es mal so. Weißt du, und sowas passiert halt im normalen Open World Roleplay Fallout 76 nicht. Spruce-Knopf-Kanäle, was? Weil wenn du das da spielst, dann wirst du niemals solche geilen Situationen haben, dass du irgendwie so einen Erzfeind plötzlich hast, der plötzlich überall ist. Also wird er da jetzt warten oder so, ich weiß es nicht. Titanwurz-Staubgefäß, okay. Vielleicht wird er da jetzt warten und hoffen, dass ich wiederkomme. Hat ihm sicherlich auch Spaß gemacht. Salt hieß Notiz. Diese verdammten Kinder sind letzte Nacht wieder in den Schuppen eingebrochen. Der stinkt immer noch nach billigen Fuseln und Hormonen. Wenn diese jungen Leute weniger Zeit vor der Glotze und mehr Zeit auf dem See verbringen würden, wäre unser Land... Ja, was wäre es dann? Besser oder schlechter? Wir werden es nie erfahren. Sei denn, hier ist irgendwo noch eine zweite. Ich bezweifle es aber stark. So. Ich bin immer noch verdursten vorher, ne? Zählte mal, es hat so viel Spaß gemacht, dass ich vergessen habe, zu trinken und zu essen. Ja, man verliert natürlich auch ein paar Hilfsmittel. Aber er hat auch was verloren. Ich habe ihn jetzt zweimal getötet. Gut, er hat mich, glaube ich, viermal getötet oder so. Aber er war ja auch um einiges stärker als ich. Also der hatte natürlich OP-Waffen. Was weiß ich, 74, weil war Level 74. Apropos Level. So. Unsere Waffe macht jetzt 32 Schaden. Um einen Schaden nur gestiegen. Finde ich jetzt nicht so toll. Guck mal, ey. Event Beanspruch Hof des Poseidon Energy Kraftwerks wieder. Achso. Ja, das. Irgendwer wird das schon machen. Da wird irgendwer aus Versehen vorbeigehen und jemanden abschießen. Dann habe ich es wieder. Das Wichtigste war, dass ich erstmal ein paar Fusionskerne bekommen habe. Was waren das für Geräusche, bitte? Das hörte sich an wie so ein Schalldämpfer. Das waren nur die Viecher, die auf der Erde kamen.
Ja, komm her. Komm, ja. Lauf doch nicht weg. Und ich muss sagen, die 10mm Munition geht auch schnell leer. Oh, ich habe 210mm verloren wegen dem Sack. Was will der mit den 200mm? Der hat doch mit 45ern geschossen. Habe ich doch jetzt genau gesehen. Na, guck mal, da ist noch ein Riss. Aber da gehe ich diesmal nicht hin. Da sind irgendwelche Bären. Hier ist noch ein riesiges Gebiet. Habe ich gar nicht gesehen, oder ist das neu dazugekommen? Na, ich weiß es nicht. Laufen wir weiter hier entlang. Ja, wir haben auf jeden Fall ordentlich Fusionskerne in dieser Aufnahmesession gesammelt. Ein bisschen Munition, klar. Wir haben ein bisschen was Lustiges erlebt. Ich finde, das war eigentlich eine recht ereignisreiche Aufnahme, ne? Mal gucken, was ich morgen machen werde. Denn morgen ist ja wieder ein neuer Tag zum Aufnehmen gekommen. Was ist das für ein Kreis? Da ist Müll. Ist eine Werkstatt? Ich weiß nicht, was es ist. Aber offensichtlich müssen wir da eh lang. Oh, hier zu bauen. Oh Gott. Wenn man das jetzt so wie bei mir macht. Dass man quasi eine Rampe ins Nichts baut. Von hier aus. Vielleicht ziehe ich nochmal um. Was zum... Benchmark. Aha. Macht hier eine Benchmark. Ist da die Bombe explodiert? Nee. Devil's Backbone. Aber eine der Bomben höchstwahrscheinlich, oder? Nee, die sind ja viel weiter explodiert. Hier ist ja alles ziemlich verschont geblieben. Verrückt. Da hinten ist ein blaues Gebäude. Ne, wir wollen hier aber runter. Aber sagen wir, stell dir vor, wir bauen hier so eine Rampe ins Nichts. Aber das wäre cool. Und dann so ein Dropout. So ein Loch im Boden und dann Dropout. Aber ich muss sagen, da hinten neben der Munitionsanlage zu leben, ist noch besser. Eingefordert von That Stealthy Guy. Schade. Naja. Wir wollen ja eh hier nicht lange bleiben. Aber wenn da eine Bahnstation ist. Das ist ja auch kein langer Weg dahin, ne? Komm, warte, ob da eine ist. Der muss ja auch verflucht schnell dahin gekommen sein. Ich würde am liebsten da auf ihn warten. Mal gucken, wenn wir noch einen Schnellreisepunkt finden, was ich hoffe, dann gehen wir kurz zurück und dann warten wir da auf ihn. Weil der will tatsächlich alle einnehmen. Ich glaube, der fordert die Leute heraus. Der nimmt sie ein, hofft, dass da irgendjemand kommt und Stress macht und dann gibt's aufs Maul. Aber man könnte jetzt schon damit rechnen, dass er da halt lauern wird. Ne? Also, dass er da hingeht und ich dann da lauern werde. Da musste ich zu lange nachladen. Oh shit. Oh, mein Hammer. Dankeschön.
hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit dir. Finde ich ganz ehrlich. Hast du mich erschreckt? Es tut mir so leid. Sorry, Opossum. Es tut mir wirklich leid. Du hast mich einfach nur erschreckt. Ich wollte das nicht. Was ist denn das? Ein sehr hohes Gebäude. Das ist das. Und ich denke mal, hier wird irgendwo noch eine Bahnstation sein. Wir werden die erstmal suchen und dann hoffentlich, dass wir rechtzeitig zu dem Kollegen kommen. Wobei, besiege die Verbrannten ist fast weg. Also wird er wahrscheinlich da gerade rumwuseln. Nehme ich mal stark an. Beeilen wir uns mal. Ein Schienenbahnaufzug. Kann man hier schnell hinreisen? Nein. Aber wir müssen hier auf jeden Fall nochmal herkommen zum Erkunden. Das sieht nämlich schon ganz geil aus. Also irgendwie muss man ja da hochkommen, ne? Oh, was haben wir denn da so Schönes? Das nehmen wir doch gerne mit. Ein Fusionskern mehr. Übrigens, bei meinem Zuhause, beim alten Zuhause, was abgerissen worden ist, da war ja dieses tote Pärchen und da war ein Hundenapf. Normalerweise hätte da auch ein Hund hingehört. Also, als ich mein Haus gebaut habe, war da plötzlich ein Hund. So ein freundlicher Hund. Aber das kann ich euch ja jetzt schlecht nochmal zeigen. Danke, Bifesta. Ich sehe da hinten zwar einen Stern, aber... Na komm. Das ist die scheiß Railingbahn hier, ne? Die hat natürlich keinen Bahnhof. Das ist ärgerlich. Moment, ich google mal ganz kurz, ob da ein Bahnhof ist. Ansonsten ist die Folge ja eh fast vorbei. Oder 76 Bahnhöfe. Okay, da unten ist auf jeden Fall eine Station. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich hoffe, es ist noch nicht so spät. Na gut. Zumindest. Eine Sache hat er mir eingebracht. Er wird wahrscheinlich das Ding jetzt gerade anfordern, ne? Tut er nicht. Okay, wir müssen dahin. Ah, wir hätten... Da ist er gerade. Ja. Schade. Ach, da sind die Ballons. Wir haben ihn wiedergefunden. Mr. Squeezy, hi. Handeln. Hallo? Hier gibt es Limonade. Kalt, erfrischend und mit Zutaten aus biologischem Abbau. Wir wissen ja, wenn das Leben eine... Ah, ich bin zu spät gekommen, Leute. Ah, ich hätte früher da campen sollen. Ich könnte ihm jetzt quasi das andere wieder abspenstig machen. Aber es kostet mich halt Kronkorken und da habe ich keinen Bock drauf. Nicht ganz ehrlich. Und da oben wird nur gefightet. Immer wieder, immer wenn ich... Okay. Immer wenn ich da in der Nähe bin. Na gut, ich würde sagen, wir holen jetzt noch die Station. Und dann haben wir zumindest einen Safe Point, wo wir dann beim nächsten Mal wieder starten können. Da können wir auch die ganze Scheiße wieder einnehmen. Und wir haben heute auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Wir haben gelernt, wie wir im PvP-Modus umgehen können. Wir haben gelernt, wie wir die Station, also die, nicht die Station, sondern Koras Tagebucheintrag.
Ich habe neulich den Wasserhahn aufgedreht und es kam nur diese dreckige graue Brühe raus. Dann finde ich zu allem Übel auch noch raus, dass nicht nur der Wasseraufbereiter im Arsch ist, sondern der Luftreiniger gleich dazu. Diese verdammten Ranken haben sich irgendwo durch den Boden, Beton und direkt in die Maschinen gebohrt. Sie sind sowas von unnatürlich, dass ich nicht weiterlesen konnte. Plan der Regierung, Cora. Raleigh hat das okay gegeben. Ich hatte nichts Bestimmtes erwartet, aber das ist doch eine Überraschung. Mir war klar, dass die Regierung uns wegbomben würde. Ein einfaches Mittel zur Bevölkerungskontrolle, das man den Chinesen in die Schuhe schieben kann. Man wird die Unterschicht los und sucht sich das Beste aus der Mitte aus. Dann können Regierung und Militär eine neue Gesellschaftsordnung errichten, die ihnen passt. Aber seht euch hier mal um! Viel Spaß beim Wiederaufbau dieses verseuchten Dreckshaufens von Welt, ihr Vollidioten. Ja, liegt klar. Achso, der kämpft ja immer gegen die Roboter, ne? Ja, dann gut, fertig gemacht. Ich werde höchstwahrscheinlich auf den Kollegen gleich nochmal warten irgendwo. Bei der nächstbesten Station. Oder ich werde erstmal darauf achten, dass er... Muss ich mal überlegen. Er ist ja momentan hier, ne? Das heißt, als nächstes wird er höchstwahrscheinlich zur nächsten Station gehen und das ist da. Mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja noch hin, ihn abzufangen. Das wäre ganz lustig. Ja, ich weiß, dass ich verhungere. Ich habe nichts zu essen. Ich bin arm. So, aber ich werde auf jeden Fall gleich an meinem Zuhause ein bisschen basteln. Den Pilz, toll. Das kann ich nicht essen. Der hat Spaß. Und dann haben wir wieder ein schickes Zuhause und alles. Station Vetoga. Wir gucken mal, kurz, was er hier so anbietet. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Brahmin-Gehege. Ah, Brahmins können wir auch kriegen. Sturmgewehr. Grimmig irgendwas. Ultraleichtbau. Fusionsgenerator, Garagentor, Gleisgewehr. Großer Generator. Von Gegenständen. Alter, was hat der denn alles? Krass. Selbstgefertigte Waffe. Todestamburin. Was ist denn alles? Zeige aktuelle Rettling-Plasma. Ist aber nicht das, was wir haben, ne? Hat ganz schön viel, der Junge. Mehrzweck-Axt. Ja, gut, Schaden gegen Verbrannte oder irgendwas anderes noch. Bereit, Handel einzuleiten. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab, ist natürlich geil. Der Revolver, linker Arm. Ja gut. Okay, das war das Geräusch. Oh. Hi. Kranke Brandbestie. Ob ich... Ziemlich dann. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Sollte ich ihn gleich noch erwischen, könnt ihr davon ausgehen, dass ich es noch mit reinschneide. Aber ich muss halt gucken, ob ich ihn da wirklich abfangen kann. Das wäre halt lustig. Aber ich bezweifle irgendwie, dass er da hingeht. Wobei, da gibt's Blei. 42 Kronkorken. Ich geh erstmal da rein. Tschaußen. Wie krieg ich Gesundheitsschaden? Achso, weil ich verhungere. Oh, oh, oh. Maddie. Er hat Maddie getötet. Wo ist Maddie? Wo ist Maddie? Da ist er gerade. Hm. Wie zur Hölle bist du dahin gekommen?
Der muss irgendwo sein Zuhause sein. Na gut, ich hau jetzt wirklich ab. Ciao.